Herr Jos, wenn jetzt ein potenzieller Bauherr unterwegs ist, um das passende Unternehmen zu finden, worauf sollte er Ihrer Meinung nach achten, bevor er einen Vertrag unterschreibt? Er sollte erstmal seinen Weg finden, was er grundsätzlich möchte. Erster Schritt, ich sagte ja vorhin schon Steinhaus, Fertighaus, Blockhaus. Dann die Auswahl treffen, wenn er weiß, in welche Richtung es geht, sich entsprechend die Firmen auszuwählen, die in Frage kommen könnten. Und ganz wichtig ist dann natürlich die Frage der einzelnen Firmen: Haben Sie ein Musterhaus? Haben Sie keins? Sind Sie lange Zeit am Markt, nicht am Markt? Die Finanzierung mit Vorkasse oder Zahlung nach Leistung. Wir zum Beispiel haben Zahlung generell nach Leistung ohne Vorkasse. Deutsche Statik, entsprechende Gütesiegel. Wir haben das RAL-Gütezeichen für Blockausbau und Montage. Haben in Deutschland 12 Firmen oder 13 Firmen, bin mir jetzt unsicher. Wenn man dahin schaut und eine gewisse Absicherung hat. Und auch die Bankfinanzierung ist ja das Gleiche. Die fragt ja auch nach entsprechenden Finanzierungssicherheiten, nach den Firmen, nach den Zahlungsschritten und so weiter und so fort. Und ganz wichtig ist eigentlich, wie gesagt, den Weg zu finden, was will ich eigentlich? Eine gewisse kleine Auswahl treffen von vielleicht drei, vier, fünf Firmen, die in Frage kämen, und die muss man checken. Referenzen, wie gesagt, Musterhaus, Finanzierung, Zahlungsbedingungen, Kondition, Garantie, Holzbeschaffenheit bei uns, Holzherkunft, Holztrocknung, die ganzen Kriterien, die wichtig sind, dass man da rundum ein gutes Bild hat und rundum gut beraten wird. Gute Beratung, ich vergessen zu erwähnen, ganz wichtig. Eine gute und vor allen Dingen kostenlose Beratung setzt sich generell voraus. Es gibt Firmen, die für Beratung Geld haben wollen. Ich meine, es ist, der Kunde will nur beraten werden, in welche Richtung es geht. Das sollte generell kostenlos sein, dass man das kostenneutral anbieten kann. Und Musterhaus zu besuchen, würde ich jedem generell anraten, um ein Gefühl zu kriegen für dieses Haus oder für diese Firma, wie sie Häuser baut. Da sieht man ganz, ganz viel. Vielen Dank, Herr Just. Okay, danke, gerne.